Das Schwerste an der ganzen Umbauaktion war, die Tore gangbar zu bekommen, sodass sie leicht laufen, wie man das jetzt hier schön sehen kann. Ich mache das da jetzt gerade mal von Hand. Die laufen super leicht. Ja. Es gibt auch zwei verschiedene Ausführungen von diesem Lokschuppen. Das kann man schön sehen an den unterschiedlichen Türen. Jetzt hier beide nebeneinander. Man sieht einmal schon die Farbe. Das eine ist mehr orange und das andere ist mehr rot. Das eine ist wesentlich filigraner. Von den Abmaßen her sind sie gleich. Sie unterscheiden sich nur noch hier am Endstück. Man sieht es hier auch gleich auf einen Blick. Die sind wesentlich filigraner wie die orangenen, obwohl die Abmessung gleich ist und auch die Materialdicke ist gleich. Hier die dunkelrote lässt kein Licht durch, da ist schwarz. Die hellorange, da leuchtet die ganze Türe komplett alles. Ich werde also die filigraneren nehmen. Jetzt meine Antriebe. Ich verwende hier den Switch-Pilot. Normalerweise haben die Tür oben zwei Bohrungen. Ich habe jetzt hier aus diesen zwei Bohrungen habe ich hier in die Mitte noch eins reingesetzt, eine Bohrung. Und in den Querträger dann ein Rohr angebracht als Führung für mein Steuerdraht nachher. Als erstes habe ich mir dann jetzt die Führungsschiene hier gemacht. Die habe ich mal so vorgezeichnet und dann habe ich sie mir hier vorbereitet schon. Führungsschiene und so ein Hebel. Und dann wird jetzt diese Führungsschiene in den Lokschuppen eingeklebt. Jetzt habe ich das hier schon eingeklebt, eins. Hier sieht man das mit zwei Komponentenkleber. Ist das hier eingeklebt. Ich habe das vorher hier so ein bisschen ausgespart. Der Hebel, der kommt an den Servo. Habe ich hier schon rangeschraubt. Mit zwei Schrauben. Und hier habe ich jetzt auch einen Draht gebogen. Hier. Der soll hier nachher das so vor- und zurückschieben. Und dann werden hier die Servomotoren platziert und auf die richtige Höhe gebracht. Jetzt noch die Schiebeblätter hier angebaut und in meinen Draht eingehängt, wie man hier sieht. Und somit bin ich jetzt eigentlich fertig soweit. Ich habe die hier schön gebogen, so wie man hier sieht. Ja. So, muss ich jetzt dann noch in der CS2 programmieren. Das mache ich dann jetzt auch gleich. Hier in der Anleitung sieht man jetzt, welche Adressen möglich sind. Ich entscheide mich für die 49 und muss dann also hier hinten 13.0 programmieren, damit ich 49 habe. So, wenn ich jetzt hier auf die 49 gehe, sieht man da was? Jawohl, wunderbar. Dann gehe ich auf die CV. So, jetzt habe ich hier meine CV und jetzt sieht man hier, wenn ich da jetzt auslesen mache, 13, 2, wie es sein muss. Wir haben ja hier in der Anleitung vorher gesehen, CV1, 13 und CV9, 0. Und nun machen wir noch die Geschwindigkeit. Die habe ich jetzt hier zum Beispiel, habe ich hier auch schon eingestellt, müssen wir einer dazu fügen. Und zwar die 45, aber hier hinten im Heft ist das ja sauber beschrieben, welcher CV macht was. Ich habe jetzt alles soweit erstmal programmiert. Jetzt können wir hier mal das uns ansehen, wie es aussieht. Ich lasse den jetzt mal hochfahren und wieder runterfahren. Vielleicht mal so ein bisschen. Oder von hier. Ist jetzt fertig, Stach drauf und alles, dann sieht es jetzt so aus. Und das andere natürlich auch. Geht auch hoch und runter.
getrennt voneinander. Hat jeder seinen eigenen Servo.